So, wir kommen zurück hier zu Turm Oil und machen ein bisschen weiter mit dem Scheffeln von vielleicht begrenzt großen Mengen an Geld. Man weiß es nicht. Zumindest Öl sollte bei rumkommen. Ein paar Upgrades haben wir schon hier. Breite 2, Verzweigung 2, Bohrer haben wir. Ganz wichtig, ne? Im Moment gefühlt es sich zumindest wichtig an, weil das spart uns ein paar Umwege. War zwar recht teuer, aber meine Güte, warum nicht? Die anderen haben dafür quasi noch nichts. Größe 2 und sonst gar nichts. Also irgendwie, der Ansatz scheint sehr verschieden zu sein. Wahrscheinlich würde man auf höherer Schwierigkeitsstufe spielen. Ja, es gibt 2 Schwierigkeitsstufen, wie ihr mir erzählt habt, was so sehr gut sein kann. Habe ich halt einigermaßen verdrängt, sagen wir so. Dann werden die wahrscheinlich, denke ich mal, früher investieren. Weil das Investieren ist durchaus im Sinne der Zukunft ein bisschen sinnvoller. So, im Moment habe ich 18.000. Ich werde mal tatsächlich... ich werde mal, glaube ich, sparen hier. Wobei, zählen 2. Ja. Ja, weil... Ja, nee, ja. Man kann das auch machen. Ich werde mal versuchen, dass ich möglichst mit den... Weil Schnelligkeit 3 ist ja auch eine Sache, ne? Da habe ich zu wenig Geld. Boah, wenn ich jetzt... Ich muss erstmal Land kaufen hier, so. Landauktion, so. Machen wir das erstmal so. Dass man schaut, wie man da quasi die Quellen findet. Ich weiß, dass ihr da einigermaßen viele Tipps zugeschrieben habt und auch vielleicht manchmal manche meiner Spielweisen ein bisschen hinterfragt, beziehungsweise die als ziemlich bescheuert bezeichnen. Ja, das ist halt so. Ihr habt stellenweise natürlich mehr Erfahrung mit dem Spiel, weil ihr das vielleicht schon mehr gespielt habt als ich. Deswegen kann es natürlich sein, dass ihr dann natürlich schlauer rangeht als ich. Ja, mal so gesagt. So, da gehe ich mal hin. Natürlich wurde ich weggeboten. Natürlich, dann gehe ich halt oben hin. Ist mir doch egal. Siehst du mal. Ich hätte 4.000 für hingelatzt, ich nur 2.000. Alles super. Okay, 2.000 haben wir. Das heißt, ich werde mal zur Bank. Ich werde mal mir hier das holen. Weißt du nicht mehr ganz, wofür ich das haben wollte? Also 2000 brauche ich zum Hingehen. Was wollte ich haben? Nee. Schnelligkeit. Ich mache mal die Schnelligkeit. So. Ich hoffe mal, ich wollte das. Ansonsten wäre es ein bisschen doof jetzt. So, 2000 und ab dafür. Das heißt, ich versuche, dass ich möglichst viel auch direkt investiere. Weil, das ist halt im Sinne der, also der Gewinn. Wird halt jetzt dadurch vielleicht mehr, hoffentlich mehr. Der Preis für das Item oder für das Upgrade wird dir nicht weniger. Das heißt, ich habe quasi mehr Zukunft, in der mir dieses Upgrade einen positiven Vorteil bringt. So, negative Vorteile werden auch, passt auch nicht so ganz, ne? Rein vom Namen her. Deine Wünschrouten-Gänge sind jetzt blitzschnell. Na, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich eilen die nicht so viel durch die Gegend. Und die rennen vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja, die rennen einigermaßen gut. So. Na, wo wollen wir es denn haben hier? Da ist so eine Flöte hier. Man könnte halt schauen, dass man erstmal hier so ein Ding hinschmeißt. Ach, da ist noch einer. Na, machen wir es so. Dass man schaut, dass ich erst den Kerl suchen lasse und dann mit dem Maulwurf da random in dem Bereich dann halt genau schauen lasse, von dem ich weiß, dass da quasi noch, dass da noch was sein muss. Ne, das ist, glaube ich, ein bisschen realistischer dann in dem Augenblick. So, irgendwie eine, ach nee, ne? Ich bin doof. So. Ich muss auch sehr viel darauf Wert legen, dass ich hier die ganzen Preise mehr im Auge behalte. Das würde sehr, sehr viel mehr bringen. Und vor allem, dass halt nichts raussprottert, ne? Das ist halt auch ein wichtiger Teil. Da habe ich es gefunden direkt. Das ist schön. Ich werde am Anfang jetzt das Rohr noch nicht dicker machen. Aus Gründen. Weil im Moment bekomme ich das Zeug sowieso nicht schnell genug weg. Und ich werde auch mal hoffentlich schauen, dass ich mehr einlagere. Und wenn wir dann entsprechend schnell die Sachen einlagern können, dass dann... Oh, das ist aber richtig, richtig hier teuer. Dass ich dann entsprechend schnell die Sachen auch... oder dass ich am Ende noch genügend Zeit habe, um die Sachen auch zu verkaufen. Falls ihr versteht. So, das lohnt sich nicht. Das ist nur so eine kleine Blase. Das hier würde sich mehr lohnen. Das ist ein bisschen größer. Wir haben genügend viele Wagen. Ich mach das mal. 1,34. Es sinkt so langsam. Muss ich aufpassen. Und Silo tatsächlich wäre zwischendurch doch mal ganz nett. Ich wollte gerade sagen. Ich bin gespannt, wo das ist, aber das ist schon genau an der Stelle. So, dann nochmal was suchen, Kann ja sein, dass wir das dann... Ich denke mal, da wird noch was sein. Das wäre sonst eine sehr breite Fläche, wo nichts ist.
Kann zwar auch sein, ne? Aber es würde mich spontan ein bisschen irritieren. So, Wagen hier, Kinders. Das könnte auch ein bisschen größer sein da unten, ne? Wobei, das sinkt. Boah, das sinkt schon ein bisschen. Die breiten Rohre. Ist halt die Frage, ob. Also, ich gefühlt mache ich die am liebsten dann, wenn sich das irgendwann quasi auf mehrere Quellen aufteilt. Dass die Zusammenführung der einzelnen Quellen dann durch die dicke Rohre kommt, damit sich das einfach lohnt. Da ist noch was? Wie, was ist da noch? Was ist das denn? Ah, es geht ja mal gar nicht hier. So, ich habe noch ein paar von hin. Einfach aus Prinzip. Okay. Alle auf die Seite bitte. Und das Silo ist noch immer nicht benutzt. Ach, okay. Ja, Upgrade sollte sich da vielleicht mal lohnen. Dann verbindet man das auch irgendwie, dann hat der andere auch das Upgrade. Ach, und da an der Seite ist auch noch was. Wahrscheinlich auch sehr weiter unten. Vermute ich mal, sonst hätten die anderen vielleicht früher gefunden. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Ah, guck mal. Aha, endlich benutzen wir das mal sinnvoll. Ob es einen Zusammenhang gibt, von wegen, wie schnell das erkannt wird, ob das dann quasi die höheren Punkte sind. Das heißt, dass man davon ausgehen könnte, dass über der Höhe hier meinetwegen gar nichts mehr zu finden ist. Keine Ahnung, ob es damit, ob es da irgendwie was gibt. Das habe ich komplett super verfehlt hier. Ist total toll. Ja. Ja, es könnte auch ein bisschen größer sein. Da unten habe ich es bekommen direkt. Sehr gut. Das heißt, hier oben würde ich es jetzt dicker machen. Damit hier unten nicht nur so wenig rauskommt, sondern halt ein bisschen mehr. 1,17 ist hier links. Ja, das ist gut. Der andere Wünsche-Routen-Weggänger ist aber abgehauen, ne? Glaube ich. Ich hau da nochmal zwei Stück hin. Damit ich die ja nicht komplett wild rumsuchen muss hier. Keine Ahnung, wie viele es insgesamt sein werden. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich bisher. Und der winkt noch immer, obwohl ich das gefunden habe. Hat der denn eine andere gefunden? Oh, das ist eine ziemlich große. Warte mal. Das ist eine ziemlich große. Da muss ich mal aber hier ein bisschen Upgrades machen. Da ist auch noch was. Okay. Okay. Meinetwegen. Ist okay. Der sucht noch immer. Wahrscheinlich flirtet der auch gleich rum. Ja, habe ich mir doch gedacht. Das kostet, da kann ich direkt eine neue hinbauen eigentlich, ne? Wobei, das kostet auch nach unten, das zu machen. Ja, aber das ist wieder direkt neben. Nach rechts wieder alle. So. Ich kann das, so. Wobei, dann hätten wir das auch direkt mit verbinden können. Dann hätte das direkt auch, ja, wahrscheinlich muss ich das eh verbinden, wenn eine Steinschicht ist. Oben ist leer, das ist okay. Aber wenn da noch immer was ist, ne? Dann. Tja. Au. Ungeil. Machen wir es so. Dann kriegt das hier auch den Effekt. Das würde sonst 750 kosten. Das Verbinden ist okay. Das ist hier immer noch zu viel. Wahrscheinlich habe ich hier gleich das gleiche Problem, dass da zu viel Stein ist. Jetzt saugen die zumindest. Oder jetzt saugt das zumindest von der Seite auch, theoretisch auch noch an. Theoretisch. Hallo? Sehr theoretisch. Sehr theoretisch. Aber da ist die nächste hier direkt. Das ist gut. Ah, es scheint aber sehr tief zu sein. Okay, da ist Stein. Das wird schon mal nichts. Ich weiß ja nicht, wie tief das noch gehen soll da. 1,32, das ist super. Wir haben auch 12.000 gerade mal. Also, und das ist gerade mal Mai. Also da ist noch einiges drin im Boden, theoretisch. Hier oben wird ja nichts sein. Ich hau da mal so ein kleines Würfchen hin hier. Da wird auch noch gewunken. Ich hau da auch noch mal einen Maulwurf hin. 1,9. Okay, das sinkt auf jeden Fall. Ich kann nicht direkt einen Links verkaufen. Hier sind wir ganz ehrlich. Das mit dem Silo. Die Preise sind auf beiden Seiten gerade mal einigermaßen gut. Das lohnt sich echt nicht, das da extra nochmal hinzuwerfen. Oder da extra nochmal Geld hier irgendwie lagern zu wollen. Ich meine das mal. Achso, Verzweigungslimit erreicht. Es ist wahrscheinlich vollkommen egal. Ich mach das mal hier rüber, damit hier das Upgrade drin ist. Das ist eine große Bubble hier, ne? Eine Ölblase wahrscheinlich. Ist halt die Frage, wann lohnt sich die schnelleren Rohre auf? Weil früher nach Hause gehen kann sich lohnen. Aber wie viel früher das dann wirklich wird, wie viel das preislich dann wirklich macht, kann ich aber nicht sagen.
Aber anscheinend ist das hier eine gewisse Auslastung, die passiert. Das heißt, hier wird gerade mal mehr gesogen als von da oben sogar. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil hier irgendwas ist. Irgendwelche Gründe wird es wohl haben. Vermute ich mal. Aber dass hier oben die ganze Zeit noch angezeigt wird. Sag mir nicht, da oben ist was. Der muss ja genau drüber stehen. Das heißt, es muss da unten eigentlich noch irgendwas sein. Mal ganz ehrlich. So, nochmal suchen hier. Und der winkt auch noch immer rum. Das irritiert mich doch sehr. Ah gut, ne? Die Landschaft schiebt sich noch ein bisschen hoch. Von daher ist das schon mal okay. Das sinkt hier vom Preis. Lassen wir es mal einlagern. Wahrscheinlich wollen wir noch ein zweites. Bombs. Der scannt fröhlich vor sich hin. Das ist schon mal schön. Silos gleich voll. Das steigt auf jeden Fall der Preis. Ich will halt nur darauf achten, dass da nichts verschüttet wird. Was ist... Da ist da... Wann kommt denn da bitte was? Was soll denn das? Also mal ganz ungeil. Der kann ja nicht schon besetzte Blasen hier finden. Mal ganz ehrlich. Nee, Kinders hier. Verkaufe den Quatsch. Saug den Kram nochmal ab. Sehr gut. Das geht doch nicht. Das dauert ja auch noch eine Weile. Das würde 187, 161, 49. Das heißt, über, also um die 400 sein. Boah. Oh. Ja. 27.000 am besten. Das ist einiges. Noch nichts verschüttet. Wir haben ein paar Schulden gemacht. Oder ich habe ein paar Schulden aufgenommen am Anfang. Aber auch das sollte gehen. Sag mal, ey, hier, das kann doch nicht sein. Mal ganz ehrlich. Es kann doch nicht sein, dass hier jetzt gar nichts ist. Obwohl der mir das sagt. Und da ist auch noch nichts hier. Ich meine, es ist August, ne? Wir haben noch Zeit, aber trotzdem. Das ist sehr ungeil. Ich will hier nochmal suchen. Gefühlt müsste hier noch was sein. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass da so wirklich gar nichts ist. 1,8, 1,10 haben wir da auf die linke Seite dafür. Ich muss mir halt angewöhnen, regelmäßig hinzuschauen. Und die Landschaft schiebt sich noch immer. Ist natürlich jetzt sehr kleckerweise hier oben. Aber da ist halt nichts. Guck euch das mal an. Mal ganz ehrlich. Ich finde da nichts. Wie ich das mir sagt, hey, guck mal, ich habe was gefunden. Da ist ein Stein. Ein Stein ist da. Ja, das hätte mich, würde mich kein Stück beeindrucken. Ne, die verarschen mich doch, ey. Mal ganz ehrlich. Die wollen mich doch veräppeln hier. Das kann doch nicht so weit unten sein. Ja, hier, komm. Einpacken den Kram. Ist eh bald alles leer. Zumindest die Sachen, die ich rankomme. Die Landschaft schiebt sich nicht mehr. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo der meint, dass hier noch irgendwas wäre. Kein blassen Schimmer. Also so richtig gar nicht. Puh. Wo soll da was sein? Oder ist da... Ein Diamant würde ja wahrscheinlich gefunden werden, ne? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und hier... Ich vermute mal, da wird irgendwas Diamantisches finden wollen. So ganz grob gesehen. Hier kommen da nochmal Morwurf hin. Ich hau da auch nochmal einen hin. Erklären kann ich mir das nicht. Okay, ich verkaufe das auf der rechten Seite wieder. Ne, scheint aber wirklich... Ich weiß es nicht. Es scheint nicht mehr wirklich was zu sein. Im Moment. Aus einer Quelle pumpe ich gerade noch. Ja, jetzt ist auch die leer. Es muss natürlich noch verkauft werden. 40.000, wenn das jetzt mein Komplettgewinn wäre. Ah, es wäre ja mal ein Träumchen hier. So, Level anhalten. Ach nee, ne? Warte mal, das war auf der linken Seite, aber sehr viel weiter rechts. 38.000 gewinnen. Ah, ist doch mal schön hier. Aha. Das ist ein fantastischer Preis. Hier, 21 im Schnitt. Meine Güte. Oh. Huch.
Ja, war besser. Nennen wir es mal besser. So, hier weg damit. Ich habe eine Mitteilung zu machen. Ich werde bald als Bürgermeister zurücktreten. Mein Nachfolger wird derjenige mit den meisten Stadtaktien sein, die ich schrittweise bei der neuen Aktienauktion verkaufen werde. Ach Gottchen, was ist denn? Inventarauktion. Ich verkaufe meine Aktien der Stadt. Lass uns zur Auktion gehen und sehen, wer einen Schritt näher ist, der neue Bürgermeister zu werden. Och, das wäre natürlich super. Okay. Wie für zwei... Was? Moment. Wie geht das? Achso, aha, das ist der... Okay. Ist das jetzt im Sinne von, da läuft eine Uhr runter? Kann ich hier was verändern? Ach, das sind die aktuellen Geldbeträge, die wir haben. Okay, und 2% der Aktien werden verkauft. Und die Uhr tickt wahrscheinlich runter und es wird immer billiger. Und irgendwann, wahrscheinlich der Erste, der zuschlägt, der bekommt dann halt den ganzen Kram. Oder? Aktien der Stadt werden in einer sogenannten holländischen Auktion versteigert. Der Preis beginnt hoch und fängt dann an zu fallen. Die erste Person, die auf Kaufen drückt, erhält sofort die Aktien. Na genau, das habe ich mir schon so gedacht. Du musst die Risiken abwägen. Kaufe sie zu früh und du zahlst zu viel. Aber wartest du zu lange, wird sich jemand anderes die Aktien schnappen. Am Ende gewinnt die Person das Spiel, die mindestens 5% der Aktien hat und wird der neue Bürgermeister. Okay, also 2%. Das heißt, man müsste mindestens 25 von diesen Dingern gewinnen. Das könnte teuer werden. Sagen wir es mal so. Ich drücke einfach mal auf Start. Ich habe zwar nicht viel Geld, aber ich drücke einfach mal und gucke. Ach, das geht ja schnell. Das geht aber mal flott. Ich kaufe mal. Das ist... Wahrscheinlich am Anfang wird das noch nicht so... Wahrscheinlich hätte ich noch viel weiter runtergehen können. Anteil 2%, okay. Ich muss halt schauen. Ich muss einfach nur... Theoretisch habe ich den mir dann durch ein paar Upgrades gerade mal kaputt gemacht. Wobei die Größe, die werde ich mir mal holen. Größe hier. Größere Waggons. Ja, Schnelligkeit. Oh. Ja, das hätte was. Warte mal, Größe. Ja. Sollte ein Anfang sein. Sollte okay sein. Die anderen hatten auch immer... Die investieren wirklich nichts, ne? Mal so gesehen. Aber wenn sie halt wollen. Kein Wunder. Man hatte zuletzt gesehen, dass ich da ganz gut bei war. Ganz gut was rausgehauen habe. Die Tipps haben wir, glaube ich, alle. 46, das waren wir, glaube ich, 38. Da haben die sich drum geklopft, wie blöd. Da war weniger als bei uns. Mal ganz ehrlich. Ich werde mal meinen Trend fortsetzen hier. Wahrscheinlich werde ich da nicht weggeholt. Nicht?